Hallo, hier ist der Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin geht es denn heute? Von Bargen nach Neidenstein. Schön, das läge doch wo? Na, hier im Kreis Rhein-Neckar, rot markiert, im grünen Ländle Baden-Württemberg. Und eine kleine Übersichtskarte zeigt uns auch die Lage des ersten Ziels. Bargen, jawohl, da ist es. Ein kurpfälzischer Ort, als Lehen ausgegeben an die Herren von Helmstadt. Hier haben wir das Rathaus, ursprünglich als Schule erbaut, 1841 zur Bildung der Jugend. Ah ja, ja, lasst doch der Jugend ihren Lauf. Nein, da, seit 1956 erst ist's Rathaus. Doch bei vielen Häusern findet man die Bauinschriften, Jahr der Erbauung, neuere Kirchen. Die Gegend hatte ja viel mitgemacht in den Franzosenkriegen, spätes 17., frühes 18. Jahrhundert. Doch seht hier, das ist eins der wenigen Kleinode. Im Ursprung geht dieses Haus ins Jahr 1599 zurück, wie oben im Fachwerk noch zu erkennen ist. Das ist ein echtes Kleinod, denn das meiste andere fand den Abgang. Doch seht hier, die Knaggen. Knacken? Sind das nicht Konsolen mit den Ringen? Nein, im Fachwerk nennt man's Knacken mit Ringen. Und hier, Schnitzarbeit, das gehörte also einem etwas reicheren Ortsbewohner. Ist auch schön instand gehalten. Der Ort selbst, überwiegend neues Gepräge, wie man sagt. Doch seht hier, ein Gärtlein. Ja, ein Geschichtsgärtlein. Schaut hin, 1558. Ja, Ort Heinrich, der Kurfürst. Kurpfälzer Ort eben, ja, ein Grenzstein. Man hat hier zusammengetragen aus der Umgebung die verschiedenen Gemarkungssteine, die noch übrig geblieben sind. Verschiedene Wappen, verschiedene Jahre. Seht hier, die halbe Acht, hochstehend. Ah ja. Ja, solche Kleinigkeiten, Kleinode, sind schätzenswert, denn wenig genug ist verblieben. Doch wir gehen weiter nach Flinsbach. Gerade nebenan, wie man so schön sagt, auch Flinsbach gehörte der Kurpfalz, die gab's dann als Lehen aus. Hier haben wir die Kirche, etwas erhöht gelegen, früher schwer befestigt, wie die Reste der Kirchhofmauer noch zeigen. Doch im 18., 19. Jahrhundert fand's den Abgang, das heißt, es wurde einfach abgetragen, war eh zerstört. Ein paar Reste finden sich noch im Kirchhof, der als Begräbnisplatz nicht mehr verwendet wird. Auf Fachdeutsch aufgelassen ist und ausgeräumt. Ja, ja, natürlich. So, da haben wir die Kirche. Der Turm ist alt. Schlitzscharten in der Mitte. Schmale Fenster. Nein, nein, Schießscharten. Ursprünglich für Armbrust. Und wir sehen hier von der Ostzeit ein spitzbogiges Fenster. Das war mal ein Chorturm. Da war das Chor drinnen. So, Helmstadt. Das liegt auch gleich nebenan. Jawohl. Eine schöne Reihe ist's. Helmstadt. Da taucht in der frühen Zeit hier das prachtvolle Wappen, die Herren von Helmstadt. Ja. Die Kirche. Auch sie ein Neubau in weiten Teilen. Hier am Westportal, da sehen wir das. Prachtvoll. Ein bisschen an die Romanik erinnernd. Der Kirchturm indessen, der stammt aus der gotischen Zeit, 15. bis 16. Jahrhundert. Der ursprüngliche Kirchhof um die Kirche, ebenfalls aufgelassen. Im 18., 19. Jahrhundert hat man häufig neue Friedhöfe vor den Orten oder Städten angelegt. Man braucht ein wenig mehr Platz. Doch seht, die Raban-Apotheke. Raban von Helmstadt, das war einer der herausragenden dieses Geschlechtes. Und so erinnert noch heute sehr viel in Schulen, Apotheken oder dem Raban-Schloss, eine der drei Burgen, die es in Helmstadt gab. Ja, heute ein Rathaus. Die Burg selbst, die wurde natürlich zur Zeit der Renaissance, das heißt im 16. Jahrhundert, neu erbaut im damaligen Stil. War aber recht groß. Ja, das war nicht klein, wenn man so schön sagt. Aber dann gab es natürlich gewisse Zerstörungen, vor allen Dingen, wie gesagt, pfälzischer Erbfolgekrieg, Franzosenkriege, frühes 18. Jahrhundert, da ging's dann ganz bös ab. Schaut hier, 1811, ja, das ist keine 4, das ist eine
Naja, unstaltete Acht, das war in dieser damaligen Zeit des frühen 19. Jahrhunderts so üblich. Doch seht hier die Häuser. Auch sie überwiegend mit modernem Gepräge, bis auf wenige Ausnahmen, wie uns hier dieser Balken zeigt. Ja, das geht auch einige Jahrhunderte zurück. Achtet auf solche Kleinigkeiten. Oder seht hier, wo? Na da, steinerne Kellerfenster, Läden, Schieber zur Temperaturregulierung. Uralte Tradition funktioniert auch heute noch. Braucht man nichts Elektrisches. Seht hier, prachtvoll nochmal das Wappen, Gemeinde Helmstadt, heute noch traditionell hochgehalten. Manch anderes schöne Fachwerkhaus zeigt sich noch, doch wir gehen ein wenig nach draußen. Gebüsch? Nein, die ehemalige Tiefburg. Die große Wasserburg, als Reichslehen ausgegeben. So könnt's mal ausgesehen haben. Das heutige Innere? Ja, heutig. Wird beherrscht von einem? Da ist er. Renaissancebrunnen. Jawohl. Meistens bestand natürlich so eine Burg aus Lager- und Speichergebäuden. Es musste ja auch irgendwo untergebracht werden. Doch dieser Brunnen hier aus der Zeit der Renaissance, des 16. Jahrhunderts, ist praktisch ein steinernes Geschichtsbuch. Hier geht's nach unten und nach oben. Das schmiedeeiserne Rad hier hat natürlich nur so ungefähr 200 Jahre auf dem Buckel, aber ist ja auch schön. Doch hier seht die Wappen, teils älter, eben in diese Zeiten zurückgehend. Die Herren von Helmstadt waren weit verzweigt und es findet sich auch manch bekannter Name. Berlichingen, ja natürlich, die waren da auch involviert, wie man so schön sagt. Hier finden wir das Wappen. Also nehmt euch Zeit, dieser Brunnen ist ein steinerner Schatz. Und auch manch Wasserspeier findet sich hier, ja. Dessen ungeachtet, die Tiefburg, das spätere Schloss, wurde natürlich zu Lagerzwecken mehr und mehr verwendet, die eigentlichen Wehrgebäude und Wehrmauern abgetragen. Doch gewisse Reste sind erhalten. So, im Eilschritt nach Neidenstein. Liegt ein wenig weiter weg, doch nicht so weit, in der Nähe von Sinzen, Sinzheim genannt. Och schön, ja, ein beschauliches Örtlein, kann man sagen, Städtlein eigentlich. Zieht sich ein wenig nach oben und da finden wir, jawohl, die Burg der Herren von Wenningen. Das ist so, dass schon im 14. Jahrhundert der König Wenzel Eberhard von Wenningen mit dem Ort belehnt. Und von da an war's Eigentum eigentlich, der Herrn von Neidenstein. Die Kirche ist neueren Datums im 18. Jahrhundert neu erbaut. Alte Teile der Kirchhofmauer weisen auf eine wesentlich ältere Geschichte zurück. Doch das blieb nicht aus. Seht hier, steil ziehen sich die verschiedenen Straßen nach oben und manch tiefer Kellereingang kündet davon, dass hier jeder Platz genutzt wurde. Gasthof zur Sonne. Es lag ja in der Nähe der Reichsstadt Sinzheim, der ehemaligen. Also Handel und Wandel waren hier gegeben. Seht ihr da? Das geht ins 18. Jahrhundert zurück. Eben Zeit der pfälzischen Erbfolge oder Franzosenkriege. Da ist vieles neu erbaut worden, weil der Rest war nicht mehr da. Doch Fachwerk herrscht vor, liebevoll instand gehalten, restauriert. Und es gibt manch Winkel, wieder mit Keller, und schönen, kompletten Fachwerkhäusern, es lohnt sich Zeit zu nehmen, langsam durch den Ort zu wandern. Die Straßen empor, der obere Platz, auch hier eine schöne Sicht, einstig vielfach Gasthöfe, auch heute wieder, und noch weiter empor geht's, richtig, wir gehen Richtung Burg, die beherrscht das. Auch hier achtet auf Jahreszahlen oder diesen schönen alten Brunnen. Und 200 Jahre sehen wir hier vor uns. Eine letzte steile Wendung. Da sehen wir das neue Rathaus, wenn man so sagen darf, aus dem 18. Jahrhundert. Stolz prangt es und gewährt einen Blick auf das Burgareal. Die katholische Kirche im Vordergrund, die wurde nach einem Brand der alten Zentscheuer im 19. Jahrhundert errichtet. Ja, die Herren von Wenningen. 1960, da verlegte Maximilian von Wenningen, den Stammsitz derer,
von Eichtersheim hierher nach Neidenstein. Zum Glück, denn dadurch wurde die arg in den Verfall geratene Burg restauriert, teils erneuert. Ihr seht die Wehrmauern des Burgbereiches, das war einstig abgegrenzt. Hier haben wir das Jägerhaus, große Waldbesitzungen gehören noch heute den Herrn von Wenningen. Jawohl. Und da wurde natürlich dann auch prachtvoll gebaut in Fachwerk. Oder hier das Herrenhaus aus der Zeit der Renaissance. Das war vor allen Dingen Erasmus von Wenningen, der dann diese neuen Gebäude errichtete. Hier sehen wir das Wappen, 1538, ein wenig restauriert das Ganze, aber im Kern original. Ja, die Burg, die stammt natürlich aus den alten Zeiten der Romanik. 12. bis 13. Jahrhundert wurde im 15. und 16. Jahrhundert ein bisschen erweitert. Hier haben wir den Ackerturturm mit Durchfahrt, allerdings nicht mehr mit den schweren Wehreinrichtungen. Doch auf der Außenseite seht, Schießscharten, oben die Kampfplattform, hier das prachtvolle Wappen, 1569 mit Bauinschrift und Allianzwappen. Und hier eine Mannpforte in der schweren, eisenbeschlagenen Bohlentür. Das ging dann raus, wie der Name schon sagt, in die Äcker, der Ackerturm. Die Burg selbst, man trachtete sie zu erweitern. Was sind denn das da oben für querliegende Scharten? Welche? Na die, da, schau mal. Ach so, das ist für Büchsenscharten. Feuerwaffen? Hackenbüchsen, jawohl. Man modernisierte auch die Verteidigung. Hackenbüchsenschütz, zeig uns doch bitte mal deine Hackenbüchse etwas näher. Sehr gern. Ihr seht, der Hacken vorn wurde eingehakt in ein Stockloch oder Steinloch, denn der Rückschlag brach dir glatt die Schulter. Aber sehr wirkungsvoll die Waffe. Und sehr genau. Doch, jetzt weiter. Die Burg selbst, ein Kleinod an sich, der Halsgraben zur Bergseite umgibt die Burg vollständig. Die mittelalterlichen Teile, wie man so schön sagt, also die aus dem 12. und 13. Jahrhundert, stehen noch als Teilruine. Schildmauer, Eckturm, Bergfried, ja. Und was finden wir denn hier, einen Wehrerker? Nein, eigentlich mehr einen Bedarfserker. Ach so, freier Fall, jawohl, Gravitationstoilette. Weiter. So, da sehen wir noch Reste der Türme. Dankenswerterweise hat man sie eben nicht abgetragen, sondern hier neue Gebäude restauriert, errichtet. Und jetzt ist's eben Stammsitz derer von Wenningen. Natürlich sitzen die auch noch in Eichtersheim und weiteren Ortschaften. Ja, diese lokalen Adelsgeschlechter sind hier im Kraichgau noch sehr begütert und eine jahrhundertelange Tradition kennzeichnet ihre Familiengeschichte. Liebevoll lassen sie natürlich auch den Orten Gedeih angelangen. So, ein letzter Blick. Unsere Reise ist zu Ende. Und jetzt geben wir noch einen kleinen Hinweis. Danke. Dies ist ein Beitrag der Serie 4. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Somit haben wir den Abgang dieser Geschichte erreicht. Oh, was habt ihr hier? Eine Kartaun. Mal ein Schuss macht ordentlich was. Das nächste Mal gern? Na gut.